Manu Liniger, es ist schon viel zu lang her, Euro 2006, wo die Schweiz das letzte Mal an einem Grossturnier dabei war. Du bist dort noch als Spieler dabei gewesen. Was sind deine Erinnerungen daran? Ja gut, das war natürlich etwas ganz Spezielles für uns alle, eine EM im eigenen Land. Das ist etwas, das nicht jeder miterleben kann und sehr etwas Spezielles. Leider war nach der Vorrunde schon fertig gewesen, aber alles in allem in den ausverkauften Hallen in St. Gallen 5'000 Zuschauer, die einem zujubeln. Das war dazumal etwas, das wo, ja, wo nicht alltäglich war. Kannst du dich vielleicht reinversetzen, wie das für die Jungen heute muss sein, wenn sie jetzt so teilnehmen können? Ja gut, das ist für jeden natürlich etwas sehr Spezielles. Ich glaube, gerade im ersten Spiel wird da natürlich ein bisschen Nervosität dabei sein, aber für die Jungen ist das eine riesige Chance, nicht nur eine riesige Erfahrung, sondern eine grosse Chance, sich auf der grossen Handballbühne zu präsentieren. Die ganze Handballwelt schaut zu und es sind schon andere Spieler bei so EM-Turnier ganz gross rausgekommen und haben nachher eine riesige Karriere gemacht. Also wieso jetzt nicht bei dieser EM ein Schweizer Spieler? Kannst du mit deiner Erfahrung den Jungen, die jetzt sehr schmal bei so etwas dabei sind, einen Tipp geben, wie sie sich vorbereiten sollen? Ja gut, ich glaube, das ist wie bei allem, was man das erste Mal macht. Da kann man sich nur bis zu einem gewissen Mass darauf vorbereiten. Ich glaube, die müssen das auf sich zukommen lassen. Gerade, wie ich gesagt habe, im ersten Spiel wird sicher ein bisschen Nervosität dabei sein. Aber das Positive ist ja, dass ein Haufen Spieler von dieser Mannschaft mittlerweile sehr viele Erfahrungen schon haben. Im Ausland. Sie haben auf Club-Ebene vor ganz grossen Kulissen können spielen. Und das hilft sicher, wenn man jetzt hier in Schweden dann vor 12'000 Zuschauern gegen den Gastgeber muss antreten muss. Jetzt trifft die Schweiz an der Euro 2020 auf Schweden, Slowenien und Polen. Wie schätzt du die drei Gegner ein? Ja gut, Schweden und Slowenien, die haben in den letzten x Jahren bewiesen, dass sie ganz vorne zu der Weltspitze gehören. Also mit denen ist auch bei diesem Turnier wieder zu rechnen. Polen gehören vielleicht momentan gerade nicht mehr zu der absoluten Weltspitze. Die haben einen grösseren Umbruch hinter sich, haben aber einen Haufen junge Talente, die sich natürlich auch beweisen bei dieser EM. Von dem her, es ist eine schwierige Gruppe, es hätte aber auch noch schwerer können sein. Und ich glaube, dass die Schweiz, wenn sie an ihrem Optimum spielt, auch eine realistische Chance haben, um die Gruppenphase zu überstehen. Jetzt ist der Trainer von der Schweden gleichzeitig der Trainer von Andi Schmidt bei der Rhein-Neckar-Löwen. Vorteil oder Nachteil? Ich glaube nicht, dass das eine grosse Bedeutung hat. Ich meine, auf Club-Ebene passiert das immer wieder und jetzt ist es halt auf Nationalmannschaftsebene. Ich glaube, spezieller ist, dass er ein oder sogar zwei Goalie hat bei den Schweden auf der anderen Seite, die werden gegenüberstehen. Das ist immer so eine Situation, die nicht jeder Spieler so gern hat, wenn man tagtäglich schon im Training denen gegenübersteht. Und da kann es dann sein, dass man beim einen oder anderen Wurf vielleicht ein bisschen mehr überlegt wie der Schust. Warum hat es die aktuelle Nazi jetzt endlich wieder mal an eine EM geschafft? Warum gerade die Nazi? Ja, weil sie einerseits als Team gereift sind. Sie haben einen riesen Fortschritt gemacht, aber halt auch individuell. Der Michi Sutter macht einen super Job, der hat die Truppen im Griff. Und es hat halt mittlerweile auch einen Haufen, die den wichtigen Schritt gemacht haben ins Ausland. Wichtige Erfahrungen dort haben können sammeln. Und eben durch das, dass halt in der Liga schon auch vor vielen Zuschauern, vor grossen Kulissen in wichtigen Spielen haben können spielen, das hat mir sicher jetzt in dieser Quali-Phase ja, einen gewissen Vorteil gebracht. Du bist einer der Experten von Handball World im Hinblick auf die Euro 2020. Wer sind deine Favoriten? Ja, das wird von Jahr zu Jahr schwieriger zu sagen, weil die Spitze immer breiter wird. Mittlerweile gibt es so einen Haufen Mannschaften, die ganz vorne ein Wörtchen mitreden können. Also da einfach zwei, drei Mannschaften aufzählen, das geht nicht mehr. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn es um Medaillenvergabe geht, dass ja, wahrscheinlich wieder einer von diesen arrivierten Teams wird sein, der dort ganz vorne wird stehen. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Schweiz möglichst lange ein wichtiges Wörtchen mittritt. Lese das Euro-Special von Handball World mit meinem Favoriten-Check.